Riesenaufregung rund um das jüngste Aufeinandertreffen zwischen der Austria und Rapid am Sonntag in der Generali Arena in Favoriten. Ja, die Polizei war mit 550 Personen im Einsatz und hat letztlich über 1300 Rapid-Fans angehalten. Bis zu 7 Stunden hat das gedauert. Ja, und ob das alles verhältnismäßig war, das bespreche ich mit unserem heutigen Gast, Wiens Polizeipräsident Gerhard Bürstl. Vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott. Ja, was viele eben besonders aufregt, ist der Ort der Amtshandlung. Man kennt die Situation dort, es ist ein relativ schmaler Bereich vor dem Eingang ins Stadion. Dann ist eben ein Platz, ein Weg eigentlich, und dann geht es direkt zur Südosttangente. Und das war ja ein Grund der Anhaltung, dass die Südosttangente mit Schneebällen beworfen wurden oder auch mit anderen Gegenständen. Der Ort der Anhandlung hat aber da geführt, dass ja über 1500 Personen, wenn man die Polizisten dazuzählt, auf diesem engen Raum stehen, und die Gefahr, dass die Autobahn erst recht beschossen wird, war dort eigentlich relativ groß. War das gescheit gewählt, dieser Ort? Ja, danke einmal für die Einladung. Die Polizei kann sich den Ort der Amtshandlung oft nicht aussuchen. Und das ist natürlich auch in diesem Falle so. Wir haben ja hier einen Fanzug gehabt, der schon quer durch die Stadt gekommen ist, wo es zahlreiche Aggressionshandlungen gegen Polizei, gegen Bürger gegeben hat, schwere Pyrotechnikvergehen, also echt Gefährdung Unbeteiligter. Und dann ist es bei der Überquerung der Tangente zu vorsätzlicher Gemeingefährdung gekommen. Also das ist was absolut nicht geht, dass die Autobahn beworfen wird. Und dann muss es einen Stopp geben. Dann muss es einen Stopp geben für diesen Zug aus den verschiedensten Gründen. Wir müssen zum einen einmal jene, die Straftaten begehen oder im Zusammenhang stehen, darüber Auskunft geben können oder vielleicht Spuren und Gegenstände hinterlassen, da müssen wir die Identität feststellen. Auch zum Zwecke des Verhinderns des Betretens des Stadions, also des Sicherheitsbereiches. Das heißt, Anhalten, Identitätsfeststellungen sind hier absolut zwingend. Und das ist eben genau an diesem Ort geschehen, weil es gar nicht anders geht. Klar, aber jetzt hätte man ja wissen können, es gibt diesen Fanzug, es gibt die Überquerung der Südosttangente, das ist dort ein Bereich, der sozusagen überquert werden muss. Man hätte ja möglicherweise das dort schon ein bisschen einengen können, sodass die Fans nicht bis ganz zum Gelände hingehen können und quasi direkt die Autos beschießen können, indem man sozusagen Absperrungen macht und diese Querung eben ein paar Meter wegrückt von der Seite. Man hatte ja ein bisschen den Eindruck, ja, das ist in der Tat gefährlich und Wahnsinn, auf die A23 Schneebälle zu schießen, aber im Vorfeld hat auch niemand dagegen etwas unternommen, dass das verhindert wird. Ja, aber man kann nicht gegen jeden Irrsinn immer alle Vorkehrungen treffen. Man kann auch hergehen und sagen, ja, da müsste man überhaupt die Autobahn sperren, dass das nicht geht. Man kann nicht wegen eines Fußballmatches die Autobahn einmal prophylaktisch sperren. Sie haben gesehen, was es für Auswirkungen hatte am Sonntag, dass sie bloß 5 Minuten gesperrt wird. Kilometerlange Staus, die Leute sind Stunden im Stau gestanden, weil das eine solche Verzögerung hat. Ja. Ja. Man kann auch sehr, sehr schwer bei solchen Menschen dann einen Korridor erzeugen, der alles noch enger macht. Zum einen gehen dann die Leute nicht durch, zum anderen wird ein Stau erzeugt, das kommt unter Umständen zu Panik und so weiter. Mhm. Das muss man alles abwiegen. Mhm. Aber damit rechnen, dass Menschen Gemeingefährdung begehen, in Kauf nehmen, dass Autofahrer verreisen, dass es vielleicht Schwerstverletzte oder Tote gibt dadurch. Ja? Das ist natürlich kompletter Irrsinn. Ja? Und wenn man das wahrnimmt, dann muss man eben Stopp sagen und entsprechend eingreifen. Jetzt hat die Amtshandlung um 15.05 Uhr begonnen und bis 21.55 Uhr gedauert. Das sind 6 Stunden und 50 Minuten. Das ist schon gewaltig. Temperaturen am Sonntag waren 0 Grad und dann in weiterer Folge auch weiter runter. Das Match war natürlich lange vorbei, als die letzte Perlustrierung beendet war. Und dann gibt es auch das Thema, dass zum Beispiel kaum Toiletten oder gar keine Toilette vorhanden war. Ist das tatsächlich verhältnismäßig und auch menschenwürdig? Naja, also verhältnismäßig ist das insofern gewesen, weil ja die Leute, die dort in diesem Kessel, wie er genannt wird, drinnen waren, diesen Kessel auch verlassen konnten, wenn sie die Ausweisleistung gemacht haben, das heißt die Identität feststellen konnten. Das ist ja stundenlang, hat man ja dagegen opponiert, man wollte ja dort nicht hinaus. Da hat es ja den harten Kern der Fans gegeben, die damit gerechnet haben, wenn wir das hinauszögern, dann wird es der Polizei irgendwann einmal zu blöd, dann dauert es zu lange und dann können alle unkontrolliert raus. Da kann man natürlich nicht mitspielen. Wenn Menschen die Toilette aufsuchen mussten, sich ausgewiesen haben, dann durften sie auch hinaus. Da gibt es ja auch Beispiele, die dokumentiert sind. Wir wissen aber auch, und das wissen wir aus Beobachtungen und Erzählungen, dass es natürlich manche schwer gehabt haben, insofern, weil sie von den Fans selber und von den Redelsführern geradezu ermuntert worden sind, nicht mitzuwirken, sondern drinnen zu bleiben, Solidarität zu zeigen mit allen. Und das ist im Grunde der Wahnsinn. Ja? Ja. Die Menschen müssen ja wissen, wenn es zu polizeilichen Identitätsfeststellungen kommt,
Sie sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, sich diesen zu unterziehen, ja, und dort mitzuwirken. In so einem das ist Burg, ja nicht, machen wir es oder machen wir es nicht. In so einem Burg, ja, ist es natürlich schon sehr ungewöhnlich. Was, meines Wissens hat sowas ja in so einer Masse auch noch nicht stattgefunden. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass 1300 über mehr als so viele Menschen gleichzeitig belustriert wurden. Also das haben wir schon gehabt in so einer Dimension. Bei Demonstrationen, ist schon Jahre her, wo das auch passiert ist, wo das auch als rechtmäßig letztlich erkannt wurde. Gut. Also das, was jetzt geredet wird, wenn wir von Verhältnismäßigkeit reden, dann müssen wir immer reden, was kann die Polizei leisten, für welches Ziel, und natürlich auch schauen, wie verhalten sich jene, die jetzt das Subjekt, das Objekt der polizeilichen Amtshandlung sind. Und diejenigen, die hier mitgewirkt haben, die sich ausgewiesen haben, waren in Kürze ja draußen. Das wäre nicht das große Problem gewesen. Wenn man das natürlich verzögert und Stunden nicht mitmacht und sich nachher beklagt und sagt, jetzt war ich dann 5 Stunden oder 6 Stunden, ja, drinnen, dann muss man halt ein bisschen vor der eigenen Türe auch kehren. Es ist halt so, dass das manche als Willkür empfunden haben. Manche sprechen von Freiheitsberaubung. Die Situation hat sich natürlich massiv aufgeschaukelt. Man kann das halt auslegen, wie man will. Ja, also in einem Pulk von 1300 Menschen als Unbeteiligter belustriert zu werden, ist für einen Normalstäbling jetzt auch nicht so etwas, wo man sagt, naja, da mache ich einfach mit. Auch wenn es, ich weiß schon, die gesetzliche Pflicht ist, jeder Mann und jeder Frau sich auszuweisen. Keine Frage. Was auch ein Thema ist, die Polizei hat das selber getwittert, erst um 19.45 Uhr wurde dann die Feuerwehr für wärmende Getränke durchgelassen. Das sind auch beachtliche 4,5 Stunden nach Beginn. Jetzt konnte da ja niemand damit rechnen, dass er 4,5 Stunden im Freien stehen muss. Das Match war auch zu diesem Zeitpunkt lange schon vorüber. 4,5 Stunden bei 0 Grad und weniger, ohne wärmende Getränke. Also irgendwie wirkt es schon ein bisschen, da gab es eine Machtdemonstration. Ja, das hat ja mit Machtdemonstration überhaupt nichts zu tun. Aber mir wird ja nicht zu einem Zeitpunkt, wo es sehr viele gibt, die einfach nicht hinaus wollen, sich nicht ihre Identität preisgeben, die wird man ja nicht zusätzlich jetzt mit Tee versorgen, damit sie noch länger drinnen bleiben. Zu dem Zeitpunkt, dann, wie man gesehen hat, das Ganze kommt ins Laufen, die Leute werden vernünftig, sie weisen sich jetzt aus, sie gehen hinaus, ja, und jetzt kommt es zu Wartezeiten, die es zwangsläufig dann geben muss, ja, da kann dann auch eine Versorgung stattfinden, ja, und im Übrigen auch die Einsatzkräfte, die Eingesetzten, denen war kalt, die haben Durst gehabt, also man muss das alles immer relativ sehen, und ich weiß schon, es gibt Fülle, die fühlen sich jetzt als Betroffene, die haben sehr subjektive Wahrnehmungen und die machen jetzt natürlich alles, um ihre Situation als besonders dramatisch darzustellen. Wenn man sich die Berichte anschaut, hat man ja heute nur noch den Eindruck, als wären ausschließlich Frauen, Kinder, Gebrechliche oder Kranke da drinnen gewesen. Gut. Ich glaube, allein die Bilder zeigen ja deutlich anderes. Nein, das will ich auch gar nicht behaupten, und das Beschießen von Autos auf Autobahnen geht gar nicht. Also das ist vollkommen absurd, auch grotesk, dass man zu solchen Ideen überhaupt greifen muss. Keine Frage, es waren Eingriffsgründe vorhanden, das bestreitet, glaube ich, auch gar niemand. Manche mutmaßen trotzdem, das war ein bisschen ein willkommener Anlass, um sich möglicherweise dafür zu rächen, dass beim letzten Europa-League-Spiel, Sie wissen, am Donnerstag in Hütteldorf, ja diese verbotenen Symbole gegen die Polizei wieder verklausuliert dargeboten worden sind. SEAB, dieser berühmte Spruch, All Cops are Bastards, das hat man nicht gern bei der Polizei, das ist doch verboten mittlerweile. Das wurde da aber symbolisch wieder dargestellt. War das ein bisschen so etwas wie eine Retourkutsche? Man brauchte natürlich einen Anlassfall, das war das Schneeballwerfen, und das ist doch vollkommen sozusagen abzulehnen, aber der Anlassfall war dann da und man hat sich dann eben gerächt, dass 4 Tage zuvor gegen die Polizei agiert wurde. Ja, aber das ist ja absoluter Schwachsinn. Rache hat bei der Polizei ja überhaupt nichts verloren. Wir üben unsere Amtshandlungen und wir erledigen unsere Aufgaben ausschließlich nach dem Buchstaben des Gesetzes. Wir haben das Legalitätsprinzip und da hat der Gedanke der Rache ja überhaupt nichts verloren. Das zimmern sich jetzt manche zurecht, ja, weil sie eine eigene Rechtfertigung brauchen für ihr eigenes Verhalten. Ja. Man sucht zuerst einmal die Schuld immer bei den anderen, bevor man vor der eigenen Türe kehrt. Wenn Sie das so klar sagen, das heißt Polizei intern, aus Ihrer Sicht auch retrospektiv, gab es da überhaupt nichts rückblickend, was falsch gemacht wurde? Sie würden das auch wieder so tun, egal wie die Außentemperaturen gerade aus sind. Das hat schon gepasst. Also ganz klar ist, dass der Grund der Amtshandlung, der war gegeben, dass man hier stoppen muss, dass man diese Menschen nicht ins Stadion lassen kann, dass man Identitäten feststellt, ist ganz klar. Ob letztlich alles zu 100% abgelaufen ist, das muss man in einer Evaluierung feststellen, so wie wir das nach jedem Großeinsatz machen. Ja, 100% gibt es wahrscheinlich nie. Daher evaluieren wir jeden Einsatz. Wenn man feststellt, dass es irgendwo Dinge gibt, die man vielleicht in Hinkunft anders oder besser macht, dann lässt man das einfließen. Viele Evaluierungen ergeben auch, ja, das hat gepasst, wir können das abhaken. Gut. Also eine lernende Organisation, wie das die Polizei ist, die ist natürlich auch selbstkritisch und evaluiert. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das würde aber auch
den anderen. Das würde auch dem Verein gut tun. Keine Frage. Die Volksanwaltschaft wird einen Bericht vorlegen. Es gibt die Bodycam-Aufnahmen. Also das ist ja ganz gut dokumentiert, alles all in all. Aber dass im Vorab ein Funken dessen, was passiert ist, nämlich eine Anhaltung von 1300 Menschen, die letztlich das Match nicht sehen konnten, dass es irgendwie geplant war oder abgesprochen oder dass Sie da vielleicht davon gewusst haben, zu sagen, okay, jetzt schauen wir aber hier ganz genau hin, weil wir wollen es wirklich wissen, das schließen Sie aus. Ja, das schließe ich aus. Ja, wir haben ja überhaupt kein Interesse, dass wir Leute nicht ins Stadion lassen, dass wir Leute nicht beim Fußballmatch zuschauen lassen. Mhm. Aber wenn wir eine gewaltbereite Menge haben, und da sind halt auch welche drunter, die sich drunter gemischt haben, die vielleicht persönlich nicht gewaltbereit sind, ja, dann können die dort nicht hinein. Und schauen Sie mal, was wir sichergestellt haben. Ja. Pyrotechnik, Klasse 3 aufwärts, ja. Militärische Rauchmittel, ja, das ist bei uns ein Sprengmittel, nicht auszudenken, wann das ins Stadion kommt und dort in der Menge eingesetzt wird, ja, dann brennt dort das Stadion, dann haben wir dort Schwerstverletzte, vielleicht, wenn man Pech hat, Tote. Mhm. Und das gilt es zu verhindern. Und wenn wir das tun, uns dann Vorsatz und Rache vorzuwerfen, das ist schon ein bisschen eigenartig. Ich frage nur, Sie kennen ja das, was in den sozialen Netzwerken sich abspielt. Ich werfe das gar niemand vor. Fazit, 1338 bei Lustrierungen und dann aber letztlich doch nur 2 Anzeigen. Es wurde ja tatsächlich vieles gefunden. Das gibt es ja auch fotografisch dargelegt. Man wundert sich, dass es dann nur 2 Anzeigen sind. Das ist ja bei jeder durchschnittlichen Verkehrskontrolle, wo Alkoholmissbrauch kontrolliert wird, eine viel höhere Quote. Ist das nicht erstaunlich wenig? Also da gibt es ein riesiges Missverständnis. Da gibt es natürlich viel, viel mehr Straftaten, die begangen worden sind und die jetzt aufgearbeitet und aufgeklärt werden. Warum? Weil wir das Ganze natürlich videoüberwacht gehabt haben. Das wurde ja auch angekündigt. Wir haben die Möglichkeit, hier Straftaten festzustellen, Straftäter auszuforschen. Und das ist jetzt erst im Gange. Das dauert oft Wochen und Monate. Nur weil eine konkrete Tat oder ein konkreter Täter unmittelbar nach dem Einsatz bereits namentlich bekannt ist, heißt ja das nicht, dass nicht zahlreiche andere noch gefasst werden, Dinge festgemacht werden. Und natürlich wird es viele Straftaten geben, die letztlich auch ungeklärt bleiben. Mhm. Und das ist natürlich eine traurige Geschichte. Aber das ist halt einmal so, wenn sich ein großer Bulk mit sehr, sehr vielen Gewaltbereiten vorwärts bewegt und diese Gewaltdemonstration auch über Kilometer demonstriert. Ganz kurz noch. Der oder die, die die Schneebälle geworfen haben, haben Sie die bereits identifizieren können oder glauben Sie, die identifizieren zu können künftig? Also, um einmal klarzustellen, wir reden nicht nur von Schneebällen. Wenn auf einem Video jetzt Schneebälle drauf sind, dann heißt das ja nicht, dass auch nicht auch andere Gegenstände geflogen sind. Und die Polizei hat ja schon dargelegt, dass da auch Bierdosen und Pyrotechnikmittel dabei waren. Mhm. Und da wird es ja dann immer ärger. Ja? Mhm. Und wir glauben schon, dass wir hier unter Umständen zu Ausforschungen kommen. Wir werden uns das genauer anschauen und wir haben ja auch sehr viele Zeugen, die auch viel gesehen haben. Das ist ja auch mit ein Grund, warum das Gesetz vorschreibt, dass diejenigen, die auch Auskunft geben können über eine Straftat, ja, über gefährliche Angriffe, dass man die Identität feststellen kann, damit man eben hernach bei der Aufklärung sich leichter tut. Das heißt, das Thema ist nicht abgeschlossen. Es wird jetzt ein Nachspiel geben, sozusagen die Aufarbeitung dessen, was Sie da videotechnisch aufgenommen haben. Und da kann doch noch einiges mehr kommen als nur 2 Anzeigen sozusagen. Ja, das wird mit Sicherheit so sein und das wird auch lange dauern. Das muss man ganz akribisch machen. Ich erinnere seinerzeit an die große Aktion Westbahnhof, also da zahlreiche Verurteilungen gegeben hat. Das war eine monatelange polizeiliche, akribische Ermittlung. Mhm. Aber die Beweise, die wir dann vorgelegt haben in dem Fall, waren eben so stark, dass das Gericht überzeugt werden konnte. Man braucht starke Nerven für den Job. Da hat man den Eindruck, der Asiengipfel, der gestern und heute in Wien stattfindet, ist fast wie ein Mailüfterl dagegen, oder? Das ist dann schon Routine und solche Einsätze, wie sie dann am Sonntag waren, ist auch für die Polizei dann schon ein spezieller Fall, oder? Ja, natürlich. Es gibt Einsätze, die eher routinemäßig ablaufen, auch wenn sie eine sehr, sehr große Dimension haben. Und jetzt der Gipfel ist gerade etwas, was die Polizei auch sehr fordert, aber hat natürlich eine andere Qualität. Ja? Mhm. Hier haben wir jetzt Vorfälle gehabt oder einen Einsatz gehabt, wo man ein gewaltbereites Gegenüber hat, wo man einen Verein gegenüber hat, der seine Leute nicht gerade in die Pflicht nimmt. Und ich glaube, da gibt es einiges zu tun und da sollten sich einige auch einmal an der Nase nehmen. Aber das ist ein jahrzehntelanges Thema und da müssen wir arbeiten dran. Das heißt, die Hassliebe mit Rapid wird wohl nicht beendet sein. Das lebt weiter. Wir werden schauen, wie es sich entwickelt. Herr Präsident, trotzdem vielen Dank für die Bereitschaft, zu uns ins Studio zu kommen, zu wiederholten Mal zu sehr aktuellen Themen. Wir schätzen das sehr, auch die Arbeit der Polizei auch besser verstehen zu können damit. Danke fürs Kommen einmal mehr. Und gerne. Ihnen wie so oft, danke für Interesse an diesem äußerst brisanten Thema. Wir hören uns bei nächster Gelegenheit.